Hey, Bro. Hallo. Hi. Hi. Ist dir gut? Ja. Habe ich schon mal gesehen in der Disco. Ah, stimmt. Das war super, oder? Das war cool. Oh, bless you. Und du warst mit deinem Kleiner. Du bist hübsch, ne? Sehr scharf. Oh, kann man sagen. Wow. Ja. Wie hast du sie gefunden? Ja, wir haben uns dort getroffen, getanzt und Musik gehört und alle war chillig. Oh, cool. Ja. Ja, Mann. Und was hast du vor? Willst du sie heiraten? Was? Heiraten? Es geht überhaupt nicht um heiraten. Wir versuchen uns kennenzulernen und ja, es geht zu früh für etwas zum Heiraten. Was denkst du denn? Oh, Junge, die Zeit läuft. Du musst sie heiraten, dann bekommst du Papier. Okay. Was hat Papier mit heiraten zu tun? Ich verstehe nicht. Sie ist eine deutsche Frau. Sie muss dich heiraten und dann bekommt offenen Teil Papier. Dann kannst du normal arbeiten. Genau wie alle. Achso, du meinst, ich sollte sie heiraten für Papier? Na klar, was denkst du? Tut mir leid, das mache ich nicht. Ich kann nicht jemanden heiraten, nur für Papier. Ich heirate, wenn ich eine Person liebe, nicht um Papier und außerdem, ich arbeite da. Mann. Wie arbeitest du? Ein Eurojob. Ein Eurojob? Ja? Oh, fuck. Das hab ich auch früher gemacht. Das bringt nichts. Du arbeitest niemand ganze Tag für 10 Euro. Guck mal hier. Ich gehe auf die Straße. 100 Euro oder 200 Euro eine Stunde. Das Leiche verdient Geld. Ich verkaufe Tüten. Also du verkaufst Plastiktüten und du verdienst so viel Geld? Ey, du bist doof, ne? Ich verkaufe keine Plastiktüten. Aber ich verkaufe kleine Tüten mit dem Marihuana und Assise. Mann! Ach so, du bist ein Dealer. Ja, ich mag Geschäft. Das finde ich total doof. Echt? Ja, das ist voll blöd. Wow. Ich träume oder was? Keine Ahnung, aber ich finde das total blöd. Das mache ich nicht mit. Ich erzähle dir was. Erzähl mal. Vor habe ich früher diesen ganz 1-Euro-Job gemacht. Mhm. Ich konnte keine Cent für meine Familie in Afrika schicken. Mhm. Denkst du, ich freue mich, sowas zu tun? Ich weiß nicht. Aha. Also, egal. Ich finde das total doof, weil wegen Leute wie dir, ich bin ständig kontrolliert und ich bin manchmal Quatsch mit Leuten manchmal und du wirst was von mir bezahlen, kaufen und keine Ahnung, du kommst da zu mir, du musst eine deutsche Frau heiraten für Papier, du musst Plastiktüte verkaufen, nicht Plastiktüte, Aschistüte verkaufen, um Geld zu haben. Das finde ich total doof, es tut mir leid. Ey, kannst du nicht mit mir so reden, Mann? Du selber kannst du nicht mit mir reden.